herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zum Wortwechsel Nummer 18. Wir haben drei Gäste, die an eurem Zoom sitzen, quer verteilt über Europa. Wir haben Stefanie Gartemann von Mathe bei Interlaken. Sie ist Jurastudentin. Hallo Stefanie. Hallo Tom. Wir haben den Mike Egger. Er ist von Bern, St. Gallen, ganz hinterste Schweiz, aber jetzt ist er in Bern. Ihr seht, wo er sitzt, nämlich bei sich daheim. Nein, schon nicht. Im Bundeshaus, gell, Mike? Hallo. Genau, Sally Tom, hallo. Mike ist Nationalrat, Betriebswirtschafter, sein erster Beruf ist Fleischfachmann, Metzger. Nachher haben wir Nicola Sitta, bekannte Grösse in unserem Wortwechsel. Nicola ist jetzt wieder in London, wo er wohnt. Er ist Professor Doktor in technischer Biochemie am University College of London und er ist auch Vorstand in Raunz. Hallo Nicola. Hallo Tom, grüezi miteinander. Schnell. Aus London. Sind in London die Bäume auch schön gelb-rot oder noch nicht? Mal, doch, das Gelbe auch. Ich schaue gerade aus dem Fenster raus. Bei mir da hat es noch grüne Blätter, aber es hat auch schon ein bisschen gelb. Ja. Es ist also auch schon Herbst. Und ist heftig am Regnen oder nicht so? Jetzt gerade nicht. Die Nacht hat es allerdings gestürmt und geregnet, ja. Okay, ja. Bei uns auch, hat es ein bisschen gestürmt da. Aber die gelben Blätter sind noch an den Bäumen geblieben. Ich muss ein bisschen pressieren, um noch ein paar Herbstspaziergänge zu machen. Merke ich jetzt eben gerade. Ja, sie sagen ja, wenn es kälter wird und... Oh, nein, etwas habe ich noch vergessen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn ihr Anfragen habt, Themen, Bemerkungen, dann mailt als E-Mail wortwechsel@auns.ch. Da könnt ihr permanent, nicht nur jetzt, permanent könnt ihr Mails schreiben und sagen, ihr möchtet gerne mal wissen oder ihr stellt fest oder ihr findet ein Drama das. Und dann versuchen wir euch auch in diesem Wortwechsel jetzt hineinzunehmen. wortwechsel@auns.ch. So, eben. Der Herbst kommt, gleich kommt der Winter. Langsam merkt man, dass man die Heizung einschalten muss. Und jetzt merken sie plötzlich, man braucht mehr Strom und es irgendwie entsteht ein bisschen weniger. Vor allem mit Windkraft oder Photovoltaikanlagen entsteht irgendwie nicht so sicherer Strom. Es gibt das Wort Flatterstrom für diesen Strom. Und da ist es interessant, dass plötzlich in allen Zeitungen, überall in den Medien, ist es ein riesiges Thema geworden in den letzten Wochen so ungefähr. Mike, du stellst ja da etwas Interessantes fest. Warum eigentlich ist das jetzt plötzlich so ein Thema? Ist das, also muss man sich erst jetzt Sorgen machen um die Thematik? Nein, natürlich nicht, Tom. Man muss sich schon seit viel längerem Sorgen machen. Der Toni Brunner hat schon 2006 auf die Herausforderung hingewiesen, hat gesagt, wenn wir so weitermachen, dann laufen wir Gefahr von einer Stromversorgungslücke. Und jetzt ist es mal in der breiten Bevölkerung angekommen. Jetzt tut man es mal darüber kommunizieren, dass man eben Stromversorgungsengpass hat. Noch bei der Energiestrategie 2050, wo man ja den Leuten versprochen hat, der Wechsel von der Kernkraft hin zu erneuerbaren Energien, das sei überhaupt kein Problem. Hat man noch nichts von dem wissen. Zwei Jahre später sind dann die ersten Studien zu dem Thema gekommen. Wir haben festgestellt, vor allem in den Wintermonaten haben wir jetzt schon eine Versorgungslücke. Das heisst, wir müssen Strom importieren. Und jetzt, was ja ganz interessant ist, jetzt kommen die grünen linken Parteien jetzt mal auf die Idee, wir haben doch das Rahmenabkommen, das da gekündigt worden ist. Jetzt könnten wir doch gerade auch noch Stromversorgungsproblem verknüpfen mit dem Ganzen und dann alles der SVP in die Schuhe einschieben. Und ich vermute da, dass da ein bisschen eine politische Agenda dahinter ist, dass da ein bisschen politische Motivation dahinter ist, dass man jetzt gerade so breit mal über das Problem diskutiert, obwohl es ist schon viel länger bekannt. Es ist auch schon viel länger in der Kommission ein Thema gewesen. Und wir müssen das Thema auch sehr ernst nehmen, weil das wird ein Problem sein. Die Studie gehen davon aus, dass man irgendwo zwischen 14 und 40 Terawatt
müssen zubauen in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Und das wird uns in der Tat vor grosse Herausforderungen setzen. Aber ich kann euch beruhigen, ein Stromabkommen oder ein Rahmenabkommen hätte überhaupt nichts daran geändert, weil schauen wir doch mal auf die Europäische Union. Was haben denn die für Herausforderungen? Genau die gleichen. Die steigen aus der Kohlekraft aus, sind ja 250 Kohlekraftwerke in Betrieb in der EU, 659 Millionen Tonnen CO2, die ausstoßen, by the way. Und Deutschland steigt aus der Kernenergie aus. Ergo, auch die werden zu wenig Strom haben und wir können nicht einfach den von denen importieren. Ganz, ganz eine spannende Sache, die die SVP schon seit Jahren darauf hinweist. Downs hat ja nicht eigentlich als Kernthema Energiepolitik, aber wir reden jetzt über das Thema, weil es einen Zusammenhang hat mit Freiheit, Eigenständigkeit, eine gewisse Autonomie, die ein Land haben sollte. Und darum gehen wir jetzt ein bisschen rund um das Thema, bewegen wir uns um das Thema. Geht es den gewissen Kreisen in der Politik eigentlich gar nicht darum, dass die Schweiz eben eine gewisse Freiheit und Autarkie kann haben, sondern um was geht es denn? Also du tust das quasi vorwerfen, Mike, es geht ja dann um ganz etwas anderes. Also ist die Frage gerade an mich gerichtet? Ja, Mike. Ja. Ja, selbstverständlich, oder? Wir sagen von unserer Seite aus, wir müssen doch schauen, dass wir möglichst hohe Eigenproduktion an Strom können sicherstellen, dass wir eben nicht abhängig sind vom Ausland. Weil wir sehen ja gerade jetzt in der aktuellen Situation, was um uns herum passiert. Die Strompreise steigen enorm an im Ausland und wir in der Schweiz haben eigentlich immer noch relativ tiefe Preise. Und das zeigt, wie wichtig das eben wäre, um eine Eigenversorgung zu haben, die funktioniert. Und ich kann mir wirklich nicht erklären, wieso das uns andere politische Kräfte möchten vom Ausland abhängig machen. Ich könnte mir aber vorstellen, man hätte das natürlich auch ein bisschen gemacht, um dem Rahmenvertrag dort mal noch mehr Kraft zu geben, noch mehr Bedeutung zu schenken, um quasi eben den Rahmenvertrag auch ein bisschen damit zu verbinden, mit dem Stromabkommen. Und das ist natürlich ein gefährlicher Weg, der hier eingeschlagen wurde. Ist. Wir können doch nicht uns abhängig machen vom Ausland. Wir müssen doch selber schauen, dass wir gute Versorgung und Infrastruktur für die Wirtschaft haben. Und was jetzt auch passiert ist, bringt mich wirklich zum Nachdenken. Es sind 30'000 Schweizer Unternehmungen angeschrieben worden, dass man ihnen den Strom reduzieren könnte, dass man ihnen den Strom drosseln könnte. Und das zeigt für mich die Energiestrategie 2050, wo man eben der Bevölkerung versprochen hat, dass es kein Problem wird sein mit dem Wechsel, die ist gescheitert. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir das Problem lösen miteinander. Weil es kann nicht sein, dass wir die Wirtschaft einschränken tun. Da musste ich auch ein bisschen lachen, weil ein Chef von, wir haben in Belpi eine grosse Firma, die Alu-Käpsel macht für den Espresso-Sache, oder? Die Aluminiumindustrie braucht extrem viel Strom. Der wird ja gelacht haben und der wird sich gedacht haben, Strom sparen, um weniger Kosten zu haben, auf die Idee bin ich noch gar nie gekommen. Also da muss man einfach lachen. Ja. Stefanie, wenn du im Oberland, Berner Oberland, da auf Mering Innerkirche fahrst und dann KWO und so, also KWO könnte doch einfach noch ein paar Windräder mehr aufstellen oder gemäss also Walliser Idee im Hochgebirge mehr Solarzellen irgendwie über eine Seine spannen, dann wäre ja alles geregelt, Stefan. Ja, es hat ja mal auch Bestrebungen gegeben, die Staumauer zu erhöhen, was ja sehr sinnvoll wäre gewesen. Das haben aber dann die gleichen Kreise wieder boykottiert, weil es ja dann so ein Fichten- oder ein Arfenwäldli wäre untergegangen. Und dann sieht man so ein bisschen, Arfen sind wichtig. Man hat aber das Wäldli sogar versetzt. Da sieht man so ein bisschen das Paradoxe, wo man manchmal wirklich denkt, um was geht es jetzt? Oder? Und Wind und Wasser und Strom, das sind ja gute Sachen, aber es braucht... habe ich gleich das Gefühl, auch der Energiemix. Also es gibt ja jetzt auch die Mini-AKWs, die sich Frankreich am Überlegen ist, die ja auch viel weniger gefährlich sind und auch einfacher in Handhabung und auch weniger teuer sind als die, die man jetzt hat. Weil ich denke, ja, was ist, wenn uns mal das Wasser ausgehen sollte in einem jetzt Krisenszenario oder wenn mal keine Sonne da ist und so, dann sind wir schon sehr abhängig auch von diesen Naturgewalten. Und es trägt sicherlich einen Beitrag dazu, all die erneuerbaren Technologien. Aber wir müssen schon auch sehen, dass wir auch noch andere Sachen brauchen. Ich meine, Großbritannien, China etc., die setzen alle
gross auf die AKWs und die sind auch sehr modern und sehr CO2-neutral etc. Also da schaut man schon, dass die auch sicherer und besser werden. Aber man hat das einfach irgendwie ausblendet, weil man gesagt hat, das wollen wir nicht mehr. Und jetzt ist man ein bisschen auf den Kopf gefallen und merkt, ja, vielleicht sollte man es halt doch haben. Also ich bin auch dafür, dass man da schaut, dass das sicher ist. Das ist natürlich klar, oder? Aber wir dürfen es nicht einfach ausschließen und wir merken auch, dass wir die Alternativen einfach brauchen. Also ich befürchte, mit Wind, Wasser und Strom ist es nicht da, weil wir brauchen immer mehr Elektrizität. Jetzt all die Elektroautos, die Handys etc. und eben all die Unternehmen. Und es kann einfach nicht sein, dass wir dann sagen, oh sorry, wir haben keinen Strom mehr. Also es ist einfach wahnsinnig paradox. Und jetzt geht man halt auf die Schnur und merkt, so funktioniert es nicht und man muss unbedingt wieder eigenständig werden. Ja, wenn, also ich finde, Steffi hat noch einen wichtigen Zielkonflikt auch angesprochen von der grünen-linken Politik. Oder? Man will die ganze Energieversorgung umbauen und gleichzeitig will man aber auch noch CO2-Reduktion anstreben. Wir möchten das Netto-Null-Ziel erreichen. Und was macht man? Man tut den ganzen Verkehr elektrifizieren. Man tut im Bereich der Heizungen elektrifizieren. Das bedeutet, das braucht alles noch mehr Strom. Gleichzeitig steigt man aber eben aus der Kernkraft aus, die 23 Terawatt im Jahr produziert. Und das führt natürlich zu einem Super-GAU in Bezug auf die Versorgung, in Bezug auf die Infrastruktur von unserem Land. Hey Mike, könnt ihr mir schauen, dass das Kernkraftwerk Mühleberg, wo sie jetzt langsam da, weisst, alle Sachen da am Abbau sind, dass sie stoppen mit Abbau und in 2 Jahren haben wir es nachher wieder. Und nachher läuft das vielleicht, ich weiss, es ist alt, aber es läuft ja vielleicht noch 10 Jahre. Also das habe ich mir sagen, 10 Jahre hat man es noch etwa können laufen. Macht doch etwas, Mike. Wir haben natürlich bei der Energiestrategie 2050 eben der Bevölkerung versprochen, wir können da relativ einfach die Kernkraft kompensieren mit erneuerbaren Energien. Wir wissen jetzt, dass es eben nicht so einfach ist, dass vor allem auch die ganze Rechnung viel teurer kommt. Aber wir haben einen Volksentscheid, der sagt, es dürfen aktuell keine neuen Kernkraftwerk forciert werden. Der Volksentscheid gilt es einmal jetzt zu akzeptieren. Aber was man jetzt auch machen muss, man muss unbedingt die Leute aufklären. Man muss sagen, wir laufen da wirklich grosse Gefahr auch von einem Blackout. Ein Blackout, der pro Tag zwischen 2 und 4 Milliarden Schweizer Franken kosten wird. Da ist dann Corona-Krise, wenn das länger dauert, ein laues Lüftchen dagegen gewesen. Und das macht mir Sorgen. Und darum glaube ich auch, das, was Stefanie gesagt hat, das müssen wir wieder diskutieren. Vielleicht kann uns Kernkraft auch in Zukunft mit der neuesten Technologie helfen, um eine Überbrückung zu machen, helfen, um eben den Strombedarf besser zu decken. Selbstverständlich müssen wir auch auf erneuerbare Energien setzen. Da sind wir absolut nicht dagegen. Die SVP hat gerade in der letzten Session die KEF-Beiträge verlängert für die erneuerbaren Energien, dass die auch weiterhin gefördert werden. Wir sind auch sehr stark treibende Kraft, wenn es um die Wasserkraft geht. Und das haben wir von der Stefanie gehört. Oder die gleichen, die sagen, wir müssen auf die erneuerbaren Energien umstellen. Die verhindern dann am Schluss eine Staumuerhöhung, zum Beispiel am Grimsel. Ja, und wenn man dort in die Verbände hineinschaut, dann wird es ja ganz interessant. Wer sitzt bei diesen Verbänden in den Patronatskomitees drin? Das sind Grüne und das sind linke SP-Politiker, die dann das am Schluss verhindern. Also sie wollen einfach alles verhindern und das kann nicht zum Ziel führen. Ich bin noch ein bisschen wundern, in Großbritannien bauen sie dort neue Atomkraftwerke? Entschuldigung, das ist mir nicht bekannt, aber was noch interessant ist jetzt zu dem Thema, ist, was wir vor 2 Wochen da diskutiert haben, weil wir haben ja einen kurzen Versorgungskollaps mit dem Benzin. Mhm. Und ich habe ja dort da kurz etwas erklärt dazu, aber ein Teil ist eben, weil der Boris Johnson hat jetzt die Wellen ein bisschen grüner sein. Und darum hat man das neue Benzin E10 mit höherem Methanolgehalt eingeführt. Und das hat, das hat dann dazu geführt, dass alle Tankstellen in E5 abgebaut haben. Gleichzeitig hat man das Problem gehabt mit den LKWs, mit verschiedenen Leerfahrten, die nicht mehr dürfen, auf dem Rückweg etwas mitnehmen. Und das hat dann dazu geführt, dass am Schluss tatsächlich an den Tankstellen einfach kein Benzin mehr vorhanden war. Also das ist auch teilweise jedenfalls verursacht wurde durch den Green Deal. Wie sieht es heute aus mit Benzintanken? Wie, Entschuldigung? Wie sieht es heute aus mit Benzintanken?
ja, der Versorgungsengpass lokal gesehen, ich kenne mehr. Aber die Preise sind natürlich hoch. Also das ist überhaupt generelles Problem, glaube ich, in allen westlichen Ländern, dass die Energie sich verteuert. Und es ist schon irgendwo durch ein Unabhängigkeitsthema für die Alms wichtiges Thema. Gerade eben, weil, ich meine, ja, wie wir das genau analysieren, ist wahrscheinlich eine längere Diskussion. Und wir haben Nord Stream, also die Deutschen hängen immer mehr auch und Europa hängt immer mehr ab von Energielieferanten wie Russland. Und eben selber, ja, Deutschland wieder, baut Kernkraftwerke ab, nimmt dafür wieder die Braunkohle für. Also wir müssen schon schauen, dass wir unsere, also in der Schweiz, dass wir eigenständig Energie können produzieren und für uns schauen. Und das finde ich auch noch toll, der Kommentar von Mike, wo er gesagt hat, das habe ich nicht gewusst, dass die Energiepreise in der Schweiz nicht so hoch sind. Und das ist eigentlich ein eindeutiges Indiz dafür, dass man eben autark sollte sein. Weil, ich meine, wenn die Energie sich verteuert, dann geht es der Wirtschaft schlechter. Also das ist klar. Ist es in England, in London überhaupt ein Thema, der Blackout und die Strommangellage, wo könnte kommen? Oh, ja, ich nehme an, das wird auch ein Thema sein, aber man hört ja vor allem Covid und Green New Deal. Ja. Ich habe ein Mail bekommen. Ich muss das schnell suchen. Der Jakob Blattmann von Niederhasli hat gemailt. Und er sagt, ja, endlich merken es Politiker auch. Und er sagt, dass es kopflos ist, was man damals hat gemacht mit dem Wechsel auf erneuerbare Energien, die Strategie, die die Schweiz seit ein paar Jahren fährt. Es ist wie wenn jemand voreilig seine Wohnung oder seine Arbeitsstelle kündigt, bevor er entsprechenden Ersatz bereit hat, schreibt er. Und er sagt nachher, wenn der Blackout mal da ist, dann sind die Verantwortlichen, die die Grundsatzentscheidung getroffen, sowieso nicht mehr da. Und gleichzeitig aber schreien alle nach Elektromobilität. Das stimmt doch einfach etwas nicht, sagt er. Und da sind wir uns ja einig. Oder Willi Schwarz hat das Mail geschickt und er sagt, er ärgert sich, dass das Kernkraftwerk Mühleberg dank Dorisli stillgelegt wurde. Er sagt, es geht bei ihm darum, er weiss sehr genau, wie die Strommengen umeinander geschoben werden, wer wem welchen Strom liefert, damit alle genug haben, wo das jetzt Kohle wieder eingesetzt wird. Und er sagt, wir brauchen Kraftwerke, welche 24 Stunden Strom und nicht Flatterstrom produzieren. Dies hat man gründlich verschlampt. Ja, da sind wir uns einig. Und hat jetzt das Gefühl, dass es jetzt so in den Medien ist gekommen, werden die Leute sensibilisiert werden, wird man jetzt vielleicht sogar das böse Wort Kernkraftwerk, aber mit modernster Technologie, oder? Sie schreiben davon, dass man sogar aus Atomabfall von bisherigen Kernkraftwerken neuerdings die Abfälle kann recyceln und dort wiederum neuen Strom gewinnen und so. Hat ihr das Gefühl, die Schweiz checkt, schwenkt um wieder, wird wieder offen für neue? Oder ist das einfach so ein Windchen gewesen in den Medien? Was ist unsere Hoffnung? Und was haben wir realistisch, wo wir es auch herführen? Mike? Ich hoffe schwer, dass wir zukünftig wieder mehr Offenheit in die ganze Diskussion einbringen, auch auf politischer Ebene. Wir müssen wirklich gegenüber allen Technologien offen sein. Das heisst, erneuerbare Energien, schauen, was dort Neues entsteht. Das heisst aber auch im Bereich der Kernkraft, sich nicht abhängen lassen. Das ist also ganz entscheidend, finde ich. Und ich glaube, mit einem Mix von den verschiedenen Technologien wird es uns eben auch gelingen, um hoffentlich die Lücken dann wieder zu schliessen. Es gibt wirklich auch ganz interessante Ansätze. Eine grosse Herausforderung, die wir ja auch haben im Energieversorgungsbereich, ist ja, wie können wir Strom speichern? Wir haben es ja angesprochen, das Problem, das wir jetzt aktuell haben, ist vor allem in den Wintermonaten. Das heisst, wir müssen irgendwie schauen, wie können wir
wie können wir den Strom speicherbar machen. Und da gibt es Technologien, da kann Wasserstoff zum Beispiel eine mögliche Variante sein, mit dem ganzen System von Power to X heisst das. Das heisst, wenn man Photovoltaikanlagen hat, die ja vor allem im Sommer und während der Sonnenstunde produzieren können, dass man das dann nachher in Form von Wasserstoff kann speichern kann. Das heisst, die Energie wird umgewandelt, in einem chemischen Prozess wird das Wasserstoff gespeichert und wenn wieder ein Bedarf entsteht, kann man es wieder retour umwandeln in Strom. Das sind so ganz neue Technologien, die jetzt immer mehr kommen, die immer mehr marktreifer werden und die gilt es genau zu beobachten. Und ich denke, wenn wir offen sind und eben sagen, wir schauen genau, was geht, dann wird uns das gelingen. Und wenn wir sagen, nein, wir kommen mit den Scheuklappen, nur da ist das Richtige, nur Windkraft, nur Solar, dann glaube ich, werden wir Schiffbruch erleiden. Könnte man die Schweiz komplett vom europäischen Stromnetz ausstecken? Und würden wir das überleben? Wenn wir überall in Laufenburg, dort ist ein wichtiger Ort und so, wenn wir überall einfach den Stecker ziehen und mal schauen, was wir selber herbringen an Strom. Ich denke, es muss ein Miteinander sein, vor allem wenn man Technik anschauen tut. Oder? Die Schweiz ist eine Drehscheibe, auch geografisch schon. Innerhalb von Europa. Und da braucht es selbstverständlich eine Zusammenarbeit, aber die Zusammenarbeit müssen wir nicht zu jedem Preis machen. Das ist ganz wichtig, sondern wir sollen am Tisch mitdiskutieren, was die Rahmenbedingungen von so einer Zusammenarbeit sind und nicht die EU diktiert der Schweiz vor, wie die Zusammenarbeit aussieht, sondern für die EU ist es ganz so wichtig, dass eben die Schweiz als Drehscheibe die Funktion wahrnimmt und dank unserem geografisch oder dank der geografischen Ausgangslage stehen wir eigentlich sehr gut da und das sollten wir intelligent nutzen in allfälligen Verhandlungen. Aber ich denke, über technische Abkommen da sind wir sicher offen und das können wir auch gerne anschauen. Und die Gespräche sind auch weiterhin möglich. Ich höre immer da in der Politik, ja, die Gespräche sind nicht mehr möglich, wegen dem Rahmenvertrag, der jetzt gescheitert ist. Das ist natürlich absolute Mumpitz. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, weil es eben ein gegenseitiges Interesse ist. Ja, von Willy Schwarz geht auch nochmal ein Sätzchen, wo er sagt, warum die Schweiz wegen dem Stromabkommen da, warum die Schweiz so devot vorgeht, also so unterwürfig, ist mir ein Rätsel. Denn die Schweiz hat über Jahrzehnte die umliegenden Staaten bei Morgen-, Mittags- und Abendspitzen mit Strom aus unseren Hochdruckspeicherwerken beliefert. Also wir haben sehr wohl etwas, wo wir mit Waagschale werden können und wir sollten nicht schon immer den vorauseilenden, das Duckmäusertum, oder wie wir dem sagen. Ja, ich möchte das Thema wechseln. Nicola. Ja, ich nur will sagen, also ich glaube, ich weiß ja nicht, was die aktuellen Zahlen sind, aber ich habe immer gemeint, wir haben etwa 40% vom Strom von der Wasserkraft und etwa 40% von der Kernkraftwerke. Und aber wir haben ja können Spitzenstrom liefern an die umliegenden Länder, genau wegen der Wasserkraft. Also das hat jetzt der Herr Schwarz schon bereits kommentiert, das finde ich auch. Du bist ja Professor für technische Biochemie. Kann man mit technischer Biochemie Strom machen? Ja, es wäre jetzt sehr erneuerbare Energien, ja, über Zellen etwas zu machen. Das ist vielleicht jetzt nicht gerade mein Spezialgebiet. Ja. Also ich meine, ersetzt Kernkraftwerk und also eben die Schweiz hat einfach eine sehr gute Position mit dem Wasserkraft. Oder? Mhm. Und übrigens, also nur so als Anekdote, ein Grund, warum der Zeitunterschied zwischen Großbritannien und Europa vermutlich immer bleiben wird, ist, weil man sich auf die Art kann Spitzenstrom gegenseitig verkaufen zwischen dem Kontinent und Großbritannien, weil wenn wir hier in England gleichzeitig Feierabend hätten wie alle auf dem Kontinent, dann würde der Peak also vom Verbrauch gleichzeitig anfallen. Und so ist das schön verschoben. Das ist eine interessante Beobachtung. Aber ja, genau, es geht ja um die Spitzenzeit, oder? Wenn die Leute kochen, wenn sie essen. Genau, ja. Lassen wir zum Thema Forschung wechseln. Ich habe mir das mal angeschaut, jetzt zeige ich euch etwas, was ihr vielleicht nicht so gut seht. Das ist eine Rangliste von den Top-Universitäten von dieser Welt. Ihr seht die ersten 20 und es sind lauter
Hochschulen aus dem englischsprachigen Raum drin, England oder USA. Die allererste ist Massachusetts, MIT, Ostküste von USA und so. Und da kommt Nummer 6, ETH Zürich. Und Nummer 14, das École Polytechnique von Lausanne. Und dann geht es weiter mit englischsprachigen, also China kommt da und auch noch, und Singapur. Und weit unten, ich muss euch zeigen, etwa hier, auf Rang 44 kommt die erste Universität in der EU, das wäre eine französische Universität. Und auf Rang 55 kommt die erste deutsche Hochschultechnische Universität München. Also da weit unten, da sind die EU-Freunde. Und wir können stolz sein, aber nicht überheblich müssen wir werden. Übrigens, da in der Mitte noch ist die University College of London, Nummer 10. Das ist dort, wo der Nicola seine Professur hat. Und er ist dran am Arbeiten, der Nicola, dass es immer weiter nach oben rutscht, gell, Nicola? Aber es ist interessant, ja, in der Schweiz wird laut gejammert, dass es ganz schlimm sei, dass man nicht mehr an diesem Horizon-Programm von der EU können mitforschen. Das sind hier Katastrophen. Ist das so eine Katastrophe, Stefan? Ist die so gross, die Katastrophe? Ich glaube, die Katastrophe ist nicht so gross. Wir waren ja schon mal in diesem Zustand, dass wir nicht dabei sein können am Horizon-Projekt. Und das ist einfach wieder mal oder ein bisschen typisch, wie wir es in allen Themen sehen, sei das im Thema Strom oder Rahmenabkommen, es wird einfach immer gedroht. Und sobald man etwas nicht macht, wird sanktioniert. Und das ist jetzt halt wieder passiert. Aber hankerum müssen wir sagen, die EU und die Leute haben auch Interesse, oder die Bürger, dass wir miteinander Austausch betreiben können. Und jetzt zum Beispiel ich will alles austauschen, ein Jahr machen, dann im Master. Ich überlege mir aber nicht, ja, in englischsprachigen Raum, oder? Das, sei das England oder Amerika oder dann vielleicht noch in asiatischen Raum. Aber das ist nicht... Kannst du auf Berlin gehen? Ja, nein, eben nicht. Oder? Es ist für mich als Student, also jetzt für mich persönlich, oder? Das ist immer eine subjektive Angelegenheit, aber ist das zu wenig attraktiv, oder? Vor allem noch, was Recht anbelangt, weil es ist auch viel im angelsächsischen Raum, ist ja international auch sehr wichtig und so weiter. Das ist ja Thema Juristik, einfach vom Fachthema selber her. Ja. Genau. Und ich denke, auch da wird man Lösungen finden, weil es ist im Interesse der EU, dass ihre Leute zu uns kommen. Es ist auch im Interesse von uns, dass wir da einen regen Austausch haben. Und die innovativen Standorte, die innovativen Technologien, da sind wir ja auch dran. Oder? Wir müssen es jetzt dann halt vielleicht einfach selber finanzieren. Aber ich glaube, auch das kann es uns auf jeden Fall wert sein, das selber finanzieren, weil das sind ja die Sachen, die dann genau die Lösungen daraus herauskommen, wie wir unser Stromproblem lösen mit neuen Technologien etc. Also ich sehe das jetzt halb so dramatisch, wie die ganze Politik immer tut, dass es jetzt eben der nächste Weltuntergang ist und wir ein Problem haben mit der Hochschule etc. Also das glaube ich nicht. Nicola, die EU-Leute, Bildungskommissäre von EU, schauen die sich so eine Liste überhaupt an? Ja gut, also ich meine, die Schweiz muss sich ja sicher nicht verstecken. Und, aber ich denke, man sollte die Rangliste kann man auch nicht total überbewerten. Ich meine, es ist natürlich schon so, dass je nach Fachbereich ist die Situation wieder ein bisschen anders. Und ich glaube, für Forscher ist es halt einfach wichtig, sich können austauschen. Und viele Austausche haben natürlich, sind natürlich europäisch gelaufen. Also von dem her ist es natürlich schon recht ärgerlich für Schweizer Universitäten, dass sie jetzt da quasi als Nebenprodukt gehandelt werden. Aber das ist eigentlich, also ich verstehe es, aber es ist einfach eine Erpressung von der EU, es ist ein unfaires Verhalten von der EU, so zu reagieren. Und ich finde, das ist nichts anderes. Also ich finde, den Druck muss man als Schweiz, müssen wir leider den aushalten. In der Schweiz hat man allerdings, also ich meine, gilt jetzt sicher nicht für die Universität, aber für die ETH, die haben, jeder Professor hat einen ETA. Wir sind hier Drittmittel finanziert, also in dem Sinn ist es mindestens für Schweizer ETH-Professoren, wenn ich richtig informiert bin, nicht ganz gleich dramatisch, wie wenn jetzt zum Beispiel britische Universitäten nicht mehr könnten dann EU-Projekt teilnehmen. Ja, also
Schauen sich die Bildungskommissäre seine Ranglisten an, das weiß ich nicht. ja. Siehst du schwarz jetzt? Also weißt, ist es wirklich ist dramatisch oder wird man einen Weg finden? Mit diesen zusammen, weißt, mit diesen mit Forschungsprojekten? Oder ist das nachher wirklich weißt, wie soll ich sagen, existenziell? Es geht ja um Geld da, oder? Es geht einfach um Millionen für Projekte. Ja, also, es gibt sicher für einzelne Projekte, die nachher nicht mehr möglich sind, das jetzt gerade als existenziell deklarieren, da würde ich mich jetzt gleich noch hüten. Das ist ein bisschen mutig. Also, es ist doch immerhin noch so, dass jeder Schweizer Franken, jeder Euro, wo Schweizer Forscher überkommen, ja eigentlich das erste Mal Schweizer Franken sind, wo von den Steuerzahlern erwirtschaftet werden und nachher auf Brüssel geschickt werden und nachher zurückkommen. Also wenn das Geld nicht über Brüssel zu den Schweizer Forschern kommen kann, dann gibt es ja wahrscheinlich noch andere Wege, um das zu den Schweizer Forschern zu bringen. Also existenziell glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt schwarz malen muss. Aber dass es natürlich nicht angenehm ist, das ist klar. Ja, dass es nicht angenehm ist, das sehe ich auch voll. Ich finde es ein reiner Kindergarten, der betrieben wird. Und ich finde, man sieht ja da auch, wie bürokratisch die EU eigentlich unterwegs ist. Oder? Es geht ja gar nicht darum, dass man eben zusammen Innovationen und Lösungen kann finden kann, sondern sobald jemand nicht spult, dann wird einfach abgeschnitten. Und das ist, der Wirtschaft nützt das nichts, der Forschung nützt das nichts. Und ich finde, das muss man einfach auch mal bedenken, wie die EU da denkt. Oder? Es geht ja nicht um die grosse Sache, um das grosse Ganze, was sie ja eigentlich immer sagt, oder? Dass wir zusammen als Europa Lösungen finden und halt auch zusammen forschen, die besten Köpfe aus allen Ländern zusammenbringen, sondern es muss einfach jeder spulen, sonst ist er nicht dabei. Und das finde ich ganz, ganz eine schlimme Entwicklung, was jetzt eben sehr ärgerlich ist für die Forschung, wenn man es dann im grossen Ganzen anschaut, eigentlich sieht, was das für ein riesen Kindergarten ist. Also ich meine, genau wie du sagst, also aus meiner Sicht ist vor allem Bürokratie ein Hindernis. Also wenn die jetzt aus englischer Sicht gesprochen oder aus meiner Sicht von England her gesagt, ich meine, wenn das jetzt nicht geht über die EU, das wäre schon nicht ideal. Aber wenn die gleichen Summen für die Forschung nach wie vor vorhanden sind und wir sie über englische Anträge können, akquirieren, dann haben wir dort weitaus weniger Bürokratie und kürzere Wege. Ich weiß nicht, ob ich im Endeffekt dann unglücklich wäre. Aber gut, das bin jetzt ich. Was mich vor allem auch dunkt, ist, was auch wirklich gut wäre bilateral. Und dort ist leider im Moment zwischen Schweiz und England oder Schweiz und Großbritannien noch nicht sehr viel am Laufen. Und ich kann mir sagen lassen, das liegt im Moment an den Engländern, die sich stark nach Asien orientieren und vielleicht jetzt leicht überheblich die kleine Schweiz im Moment ein bisschen auf der Seite lassen. Ja, da wärst doch hier unser Mann, Nicola, in London. Ja, ich würde auch gerne etwas dazu beisteuern. Also ich habe ja schon mit ETH-Professoren geredet. Ich habe ja auch schon, als ich in der Schweiz war, mit Politiker SVP geredet, nicht wahr? aber ich meine, da kann ich jetzt nicht gerade etwas bewegen. Aber ich denke schon, dass dort Potenzial ist, das noch brach liegt. Also gerade in der angewandten Forschung hätte ich jetzt schon den Eindruck, dass die Zusammenarbeit zwischen Schweiz und Großbritannien auch Großbritannien sehr viel Nutzen bringen würde. Vielleicht liegt es halt auch daran, dass man in der Schweiz sich nicht ganz bewusst ist, was man wirklich alles für Vorteile hat und dass vielleicht zu wenig in die Waagschale rührt in den Diskussionen. Aber das weiss ich nicht. Also ich meine, ich will da niemandem einen Vorwurf machen. Ich würde nur sagen, ich bedauere es, dass es nicht mehr gibt. Weil es wäre eigentlich relativ offensichtlich, eben gerade um auf die Rangliste zurückzukommen, es wäre eigentlich relativ offensichtlich, dass da etwas gemacht werden muss. Mike, wir wären gleich auf Bern. Absolut einverstanden. Vielleicht noch ganz kurz einen Einschub. Oder? Die Schweizer Politik hat nicht einfach nichts gemacht. Also wir haben jetzt doch einen Betrag von 6,1 Milliarden Franken gesprochen, dass man weiterhin an Forschungsprogrammen kann teilnehmen kann. Wo ist das Geld hergegangen? Das wird in verschiedene Forschungsprogramme investiert und das kann eben
gegenüber Horizon eben weltweit eingesetzt werden, die finanziellen Mittel, nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch in Asien, auch in Amerika. Und eigentlich hat man da wirklich reagiert von der Schweizer Politik. Also man hat die Forschenden nicht einfach allein lassen. Also das muss man auch wirklich wissen, dass man da finanzielle Mittel bereitgestellt hat, um das abzufedern. Wir sind nicht untätig geblieben. Aber das Geld ist nicht in ein Büro gegangen auf Brüssel, oder? Das Geld ist nicht. Das wird nicht umverteilt über Brüssel. Okay, ja. Was, Mike, ich wollte dich fragen. Ihr habt ja, also, es gibt, die Treffsession ist vorbei, du bist aber nicht in Bernex, sondern in Bern. Was machst du in Bern so? Ich darf meiner Kommissionsarbeit nachgehen. Wir haben am Dienstag UREC gehabt. Das ist die Umwelt-, Raumplanung- und Energiekommission vom Nationalrat. Und ab heute habe ich jetzt noch 2 Tage Finanzkommission, wo wir das ganze Budget anschauen, unter anderem, wo wir am Vorbereiten sind, dann auch für die nächsten Kommissionssitzungen, wo wir dann wirklich die einzelnen Budgetpunkte durcharbeiten. Das gehört auch zu der Aufgabe von einem Parlamentarier. Nicht nur, wenn wir Session haben, sind wir in Bern, sondern wirklich auch für die verschiedensten Kommissionen. Und das ist eine sehr, sehr spannende Arbeit. Und ich denke, gerade in den Kommissionen hat man eben auch die Möglichkeiten, um wirklich aktiv etwas nochmal zu bewirken. Aber, und das möchte ich auch sagen, das Parlament hat gleich eine ganz, ganz wichtige Funktion. Das ist nicht nur einfach eine Show oder wie es von vielen auch betitelt wird, ja, ein bisschen ein Zirkus. Nein, das ist ganz wichtig, weil da müssen sich Politiker gegenüber dem Volk verantworten, da müssen Politiker sich gegenüber der Bevölkerung äußern und das ist auch die Kontrolle, die dann das Volk über uns als Parlamentarier hat, was dann im Parlament läuft. Also das sind so die 2 wichtigen Sachen. Du bist ja eben ursprünglich Metzger gewesen, jetzt bist du Betriebswirtschafter bei der Micarna, gell? Stimmt das ja? Wie viel Prozent schaffst du dort? Genau, ich bin noch Projektleiter dort und ich arbeite noch 50% neben meinem Mandat als Nationalrat und ich finde, das ist auch absolut notwendig, weil wir sind ein Milizparlament und Miliz heisst, dass man noch irgendwo in der Wirtschaft verankert sollte sein und ich geniesse das auch wirklich, dass ich ab und zu wieder kann eben arbeiten kann und ab und zu wieder in die Politik. Und ich denke, der Mix ist entscheidend für unser Land, weil man sieht 1:1 die Herausforderung der Wirtschaft, kann die nachher politisch auch diskutieren oder die Herausforderung in politischen Prozess einbringen. Und umgekehrt kann man auch politisch gewisse Sachen hinterfragen, indem dass man nämlich sich immer wieder die Frage stellt, was bedeutet das konkret in der Praxis, was bedeutet das konkret für unsere Unternehmungen oder für unsere Menschen in der Gesellschaft. Und ich finde, der Austausch, der Mix, der ist einfach sehr reizvoll und ich glaube, das ist ein Erfolgsmodell. Also der Nationalrat hat ja kürzlich tatsächlich die Kohäsionsmilliarden verabschiedet, oder? Das sind, hilf mir schnell, 1,3 Milliarden. Genau. Oder? 1,3, ja. Gehst du auch locker mit dem um? Also ich bin im Fall gar nicht schauen, was du hast abgestimmt, aber du hast ja wahrscheinlich Nein gesagt und alle und Nein. Ist das eine Frage? Natürlich habe ich Nein gesagt. Nimmst du es easy? Weißt du, gehst du dann einfach halt zur Tagesordnung über oder irgendwie gibt es ein Debriefing bei euch, weißt du, auf der bürgerlichen Seite, sag jetzt mal und so, wie nehmen wir das? Nein, ich bin ja schon seit 14 bin, politisch aktiv und ich habe gerade nachgeschaut, von dort mal, wo es um die Ostmilliarde, um die erste Kohäsionsmilliarde gegangen ist, wo wir hier auf dem Abstimmungsplakat hatten. Und der Spruch war: Zahlen ohne Ende. Und wir haben hier schon gesagt, wenn wir die einmal zahlen, dann werden die Forderungen wiederkehrend kommen. Wir haben uns hier ausgelacht. Wir haben gesagt, nein, das ist nicht so. Jetzt sind wir genau in dem Modus. Und ja, ich finde es eigentlich sehr, sehr bedauerlich. Ich finde es vor allem bedauerlich, weil wir als Parlament einmal gesagt haben, wir knüpfen die Zahlung an Bedingungen knüpfen. Wir knüpfen von der EU Einforderungen machen. Wir wollen, dass die EU uns beispielsweise bei diesen Forschungsprogrammen wieder voll zulässt. Das ist alles nicht passiert. Wir sind eingeknickt. Wir haben die Milliarden für null Gegenleistung ausgezahlt. Das ist auch vom Bundesrat bestätigt worden. Es ist auch wieder meine Partei gewesen, die probiert hat, im Nationalrat wenigstens noch
eine Diskussion zu forcieren. Wir sind die Einzigen gewesen, die kritische Fragen gestellt haben. Und das ist für mich sehr bedauerlich, wenn ein Parlament über einen Betrag von 1 Milliarde Schweizer Franken so in so einem Schnellverfahren drüber geht und das einfach zahlt, ohne Gegenleistung. Und vor allem hat ja der neue zuständige EU-Abgeordnete, der jetzt für die Schweiz zuständig ist, die Frechheit gehabt, um bereit zu sagen, eigentlich müsste ja schon die nächste Milliarde dann ausgelöst werden. Und so geht es einfach nicht. Da müssen wir die rote Karte zeigen und da müssen wir auch definitiv, wenn wir das schon machen, wenn wir das wirklich schon machen, dann wenigstens mit Gegenleistungen. Aber so geht man mit einem Partner nicht um. Und so geht man auch nicht um mit einem Partner, wenn man immer von bilateralen Verträgen redet, weil das Wort bilateral heisst auf Augenhöhe, miteinander und nicht einseitig die Macht des Stärkeren. Und das ist das, was mich wirklich stört. Aber ja, die Mehrheit hätte so entschieden im Parlament und als Demokrat tue ich das selbstverständlich dann auch irgendwie akzeptieren, aber schweren Herzens. Stefanie, du bist auch sehr nicht einverstanden und ich habe etwas gelesen. ESIP von dir, sag mir mal, was das ist und was du im Sinn hast, Stefanie. Also, wir haben eine neue Organisation gegründet, die heisst ESIP, das ist die Abkürzung für Europa und Sicherheitspolitik. Das ist vor, also die Idee ist schon lange irgendwo am Umkochen, sage ich jetzt mal, ist jetzt die Realität geworden. Es geht eigentlich mehr darum, wie man gesagt hat, für die Sicherheitspolitik gibt es eigentlich nicht wirklich eine junge Organisation, die sich da dafür einsetzt und auch erklärt hat, dass das etwas Wichtiges ist für uns und dass das nicht bedeutet Krieg und Totschlag, sondern einfach auch Eigenständigkeit und Unabhängigkeit und eben auch die Europapolitik, die mir ja sehr am Herzen liegt und auch ein bisschen gegengelegt worden ist, haben wir natürlich gesagt, das Thema möchten wir mit einbeziehen und eben auch unsere Generation versuchen zu erklären, oder warum wollen wir uns nicht anbinden, dass wir aber gleich global tätig sein, dass wir uns nicht abschotten. Das ist ja eben, wie der Mike schon gesagt hat, geografisch gar nicht möglich, aber dass es einfach so nicht geht, bis jetzt ist. Und dann ist ja in der letzten Herbstsession, am letzten Donnerstag, ist ja der Entscheid gefällt worden, dass das Volk nicht über die Kohäsionsmilliarden abstimmen kann. Und ich bin dann in der Vorlesung gehockt und habe das gelesen und ich habe mich total aufgeregt und gefunden, hey, das kann es nicht sein. Wir geben so viel Geld aus in dieser Corona-Zeit. Das heisst aber, für viele Existenzen haben wir kein Geld mehr. Es wird auch droht beim Covid-Gesetz. Ja, die Gelder werden dann nicht gesprochen, wenn wir Nein sagen. Aber 1,3 Milliarden verschenken wir eigentlich ohne irgendeine Gegenleistung. Und die EU sagt dann, ja, das ist jetzt also schon nötig gewesen und die nächste muss dann also auch nächstens kommen. Und das hat uns einfach ein bisschen den Deckel gelüpft und dann haben wir gesagt, wir möchten eigentlich, dass so Zahlungen immer vor das Volk müssen. Also, dass das Volk immer darüber abstimmen kann. Das heisst nicht, dass wir kontra immer dagegen sind, sondern einfach, dass das Volk den letzten entscheidenden Schritt hat. Das ist schliesslich unser Geld, oder? Jeder, der Steuern zahlt, hat da einen grossen Beitrag daran geleistet. Das ist ja nicht das Geld irgendwie vom Bundesrat oder von den Parlamentariern, sondern vom Schweizer Volk. Und darum sind wir jetzt die Initiative am Prüfen. Der Initiativtext steht schon mal grob. Der muss jetzt noch ein bisschen in Feinschliff. Wir haben ihn zusammengeschrieben. Und jetzt muss er noch ein bisschen in Feinschliff, dass die Leute, die daraus kommen, auch noch ein bisschen darüber schauen können, ob das so überhaupt etwas ist. Wir sind jetzt auch am Suchen von Unterstützung, weil es ist natürlich für uns auch eine kleine spontane Angelegenheit, sagen, weil wir ja auch noch sehr jung und sehr klein sind. Die ESIP-Organisation, aber wir glauben, dass das durchaus auf einen breiten Konsens könnte stossen. Wir haben den Zürich-Boten hat es ja gebracht und so. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen gehabt und wir sind sehr motiviert, dass das nächstens dann mal tatsächlich eine Initiative wird, die eingereicht werden kann. Aber eine Altersgrenze haben wir keine? Die tun wir mal eigentlich schon. Mitglied werden, Mensch, Nicola. Aber man kann natürlich sehr gerne Gönner werden. Mit 35 plus 15, wenn man da schon zu jung ist. Ja, wie gesagt, Gönner kann man immer zu jeder Zeit werden. Da sind wir immer dankbar. Also Stefanie, ihr seid jetzt Schritt um Schritt am Vorwärtsarbeit und irgendwann können wir anfangen, Unterschriften sammeln. In dem Fall. Genau. Ja, okay. Wie viele sind denn Fans? Also so, sind es 100 oder sind es 15 oder 5?
Also wir sind im Vorstand, sind wir bis jetzt 4. Wir haben aber jetzt, weil die junge auch, die Präsidentin ist ja zurückgetreten und wir haben dann im Einvernehmen mit dem Auns-Vorstand haben wir gesehen, wir sind quasi die junge Auns, übernehmen so ein bisschen den Part, möchten aber so ein bisschen unsere Eigenständigkeit, haben nachher die bestehenden Adressen auch übernommen und die anschreiben, ob sie weiterhin bei uns möchten sein. Also dann wird dann das schon einmal ein gutes Startpäckchen sein. Okay. Sind wir gespannt und hoffen, also bleiben dran. Wir wünschen euch Ausdauer und Durchsetzungsvermögen. Und, merci vielmals. Und das ist ein weiteres Element, das wir brauchen in der Schweiz, um ja, zum einfach mal in Bundesbahn wieder mal zu zeigen, wer der Souverän ist hier. Und zum letztlich nachher der EU zu zeigen, hey, wir möchten auf Augenhöhe. Und wir möchten nicht einfach Unterwürfung, eben devot, wie das Wort da ist, wir möchten eigentlich nicht einfach devot gegenübertreten. Oder? So ein Gummibärli-Rückgrat haben wir ja eh schon genug und das muss wieder anders werden. Ich danke euch vielmals, Stefanie Gartemann, Mike Ecker und Nicola Sitta, seid ihr dabei gewesen, unserem Wortwechsel. Ich danke euch vielmals, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seid ihr dabei gewesen. Wir haben einen nächsten Wortwechsel wieder in 2 Wochen. Das ist nachher schon November, am 4. November. Wahrscheinlich auch wieder 17.30 Uhr. Heute, die Zeit 18.00 Uhr, war eine Ausnahme gewesen. Wir gehen dann wieder auf 17.30 Uhr zurück. Dort mailen an die E-Mail-Adresse wortwechsel@auns, wenn ihr Fragen habt, Bemerkungen, Hinweise und wir haben es vorhin gerade diskutiert zusammen hier noch in unserem Grüppli. Ihr dürft zum Beispiel sagen, ihr möchtet mal vor Person so und so etwas wissen oder ihr würdet gerne mal die Person XY in diesem Wortwechsel haben und dann versuchen wir, das vielleicht so zu organisieren, was uns möglich ist, das wollen wir machen, damit der Wortwechsel immer ein bisschen interessant bleibt. Merci, seid ihr da gewesen, ihr drei. Merci euch allen. Einen schönen Freitag wünsche ich euch und nachher ein gutes Wochenende. Merci vielmals. Danke gleichfalls. Tschüss miteinander. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Danke auch an die zwei, die geschrieben haben. Ich glaube, Herr Schwarz und Blattmann, habe ich es richtig gesagt? Genau. Herr Schwarz und Herr Blattmann. Ja. Danke. Bis zum nächsten Mal.